was mit Laptop. Ja, keine Fragen. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Treffen uns heute mal einen Tag vorm Spiel. Samstag 15:30 Uhr, Hertha BSC. Aktuell 22.000 verkaufte Karten und folgende Informationen zum Kader. Noch nicht trainiert. In dieser Woche hat Abdou Diallo, sein Einsatz ist offen für morgen, nicht im Training, im Mannschaftstraining zumindest Gaëtan Buisman, Nico Bungert und Emil Berggren. Neu wieder im Training ist Karim Onesivo. Der hatte ja eine Rippenprellung, die ihn außer Gefecht gesetzt hatte. Das waren meine Informationen. Und ab sofort gilt Selbstbedienung an den Mikrofonen. Florian, bitte. Ja, wir haben das Spiel verarbeitet am Mittwoch. Der Einstieg ist gar nicht so verkehrt. Zumindest der Ansatz, den ich jetzt gewählt hätte, wäre, du warst relativ schnell wieder fokussiert nach der unglücklichen Niederlage jetzt am Mittwoch. Wie viel Aufbauarbeit war es dann doch oder eben nicht jetzt am Donnerstag für die Spieler generell? Oder musstest du noch mal ein bisschen zwei, drei Worte mehr sagen, Aufbauarbeit leisten? Ja, es war erstmal so, dass es natürlich sehr, sehr emotionsgeladen war. Generell der Mittwoch, das Spiel, dann auch an sich danach und wie der Ausgang dann auch war. Und das geht dann auch nicht über Nacht weg, das muss man auch sagen. Und für uns war dann auch wichtig, am Donnerstag, am gestrigen Tag dann nichts irgendwie künstlich an Motivationssprüchen dann reinzuhauen in der Kabine, sondern einfach das kurz und knapp zu analysieren, einfach für uns dann auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, den gestrigen Tag, den nehmen wir einfach als emotionale Verarbeitung von dem Mittwochabend und dann aber auch den Hinblick darauf gesagt, dass heute der Tag ist, wieder das Kämpferische zu zeigen und dann aber am Samstag dann auch wieder für uns die Heimspieltaste zu drücken, das, was wir am Mittwoch sehr, sehr gut gemacht haben im Heimspiel, was wir davor in den Heimspiel gegen Leverkusen sehr, sehr gut gemacht haben und auch die erste Halbzeit gegen Hannover 96, so ist der Rhythmus der Aufarbeitung des Mittwochs. Was würdest du denn anders machen morgen als am Mittwoch? Anders machen? Ja, Spiel gewinnen. Das wär schon mal das Beste daran eigentlich, dass das Endergebnis dann auch passt zu der Leistung, die man abruft. So, von daher wissen wir aber, dass das am morgigen Tag ein ganz anderes Spiel wird, von den Inhalten her, was im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Hoffenheim, dass wir einen Gegner erwarten, der im 4-4-2 sehr, sehr gut organisiert ist im Mannschaftsverbund. Das heißt für uns, dass wir sehr, 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 sehr geduldig agieren müssen, dass wir trotz allem eine hohe Intensität an den Tag legen über unseren Ballbesitz heraus, dass das sehr, sehr wichtig sein wird und trotz allem sehr, sehr aktiv zu verteidigen, die Zuschauer wieder mitzunehmen, das, was uns jetzt eigentlich in den ganzen Heimspielen gelungen ist. So, das brauchen wir auch am Samstag, diese Unterstützung, dass das, wie gesagt, ein anderes Spiel sein wird wie am Mittwoch, aber trotz allem diese Verbindung, Mannschaft, Fans, wie es am Mittwoch dann auch war, dass wir das morgen brauchen von den Inhalten her. Sehr gute Gegenpressing-Aktion am morgigen Tag, das wird sehr, sehr wichtig sein gegen Hertha BSC und trotz allem ihre individuelle Qualität, gerade vorne in diesem Bereich dann auch auszuschalten, sehr gut zu verteidigen. Die Dinge, die wir besser machen können, im Gegensatz zum letzten Spiel dann auch, in den Kleinigkeiten dann auch nochmal wachsam zu sein, konsequent zu verteidigen, um dann das richtige Ergebnis zu bekommen dann. Sandro, du hast schon angesprochen, die Berliner werden wahrscheinlich defensiver stehen als die Hoffenheimer. Hat man ja Leverkusen und Hoffenheim gesehen, das liegt euch ja eigentlich ein bisschen besser, eine Mannschaft, die mitspielt und dann im Idealfall im Vorwärtsgang den Ball verliert und dann ihr Umschaltfußball ausziehen könnt. Was braucht ihr denn für Lösungen, um in die Box zu kommen, die ja wahrscheinlich eher ein bisschen dichter besetzt sein wird als vielleicht vor den Hoffenheimern? Vor allem eine Mentalität aufrechtzuerhalten, wenn du
vielleicht den ein oder anderen Ballverlust mehr hast im Angriffsdrittel. Das wird extrem wichtig sein, wenn du vielleicht dir die Möglichkeit hast, morgen viel den Ball zu haben, dass du trotz allem im letzten Drittel eine Zielstrebigkeit hast, in die Box drin zu haben, dass du gute Fußballer auf dem Platz brauchst, in engen Räumen, diese Dinge. Und da gilt es dann sehr, sehr zielstrebig, immer wieder in die Box reinzukommen und niemals die Geduld zu verlieren. Das ist extrem wichtig für das morgige Spiel. Und trotz allem dann eine gute Restverteidigung zu haben, nicht in die Konter zu laufen. Also es ist dann von den Inhalten her ähnlich, sage ich mal, was wir erste Halbzeit gegen Hannover fabriziert haben. So, das wird so der Maßstab sein und nicht ins offene Messer zu laufen, sehr, sehr konsequent trotzdem die Konter abzuklemmen, diese Dinge sehr, sehr gut zu verteidigen. Das wird aus den Beobachtungen heraus, jetzt, die wir jetzt getätigt haben, die Spiele, wird das der Schwerpunkt sein für das morgige Spiel. Das hört sich ja an, dass Maxim vielleicht so eine Einsatzgarantie kriegt. Das wäre ja so ein Spieler, müsste jetzt wieder fit sein, oder? Der war auch jetzt am Mittwoch fit, da kam er dann noch mal ein paar Minuten rein. Und ich merke schon, wir reden ja relativ viel über Alex Maxim und ich muss sagen, so wie er sich verhält, ist überragend, war ja zwischendurch krank und ist trotzdem immer wieder drin in der Mannschaft, in den Trainingseinheiten, sehr, sehr fleißig, sehr, sehr gut. Und Alex Maxim wird auf dem Platz stehen, ja. Ich gehe mal davon aus, dass es für Pablo auch gilt, aber meine Frage geht jetzt... Wir wollen Sie jetzt nicht übertreiben jetzt. Ich war schon echt offen jetzt eben mit Alex, nicht übertreiben jetzt. Ich weiß, dass der Pablo auch spielt, aber gut. Du weißt es. Jetzt bin ich mal gespannt. Der René Adler hat nach dem Spiel am Mittwoch verständlicherweise abgeledert, 7 Gegentore in 2 Spielen kassiert, hat gesagt, da muss man auch mal verteidigen. Findest du auch, dass ihr irgendwie zu viel Hurra am Ende gespielt habt oder siehst du, also dass das korrekt war alles? Naja, das Abwehrverhalten war mit Sicherheit in den Situationen jetzt nicht korrekt. Also das ist ja, und René war sehr, sehr emotional nach dem Spiel und ich glaube echt, dass es allen so ging an dem Mittwoch, wenn du dann in der letzten 3 Minuten oder 5 Minuten Nachspielzeit in der 91., 92. und dann das dritte Gegentor bekommst, dann ist es vollkommen verständlich, weil es in uns allen getobt hat. So, und dass wir auch Dinge besser verteidigen können, ist selbstverständlich. Also das hat schon gerade eine Ursache. Das erste Tor, muss man sagen, wir haben uns darauf eingestellt, das erste Gegentor, gut gespielt. So, Kettenverhalten, bessere Absicherung, zweite Tor Standard, dritte Tor, zweite Welle Standard. Und dass wir aber nicht grundsätzlich werden dürfen. Das ist das Entscheidende. Und René, wir haben auch darüber gesprochen, das ist dann natürlich ein Fuchs, wenn du Gegentore bekommst. Also es wäre schlimm, wenn er sich nicht aufregen würde. So, aber das wissen wir schon einzuschätzen. Und die Jungs verteidigen sehr, sehr gut. Das muss man schon sagen, über einen hohen und langen Zeitraum dieses Spiels. Und es fühlt sich schon so an, dass wir Dinge, Kleinigkeiten besser machen können. Aber es fühlt sich auch so an, dass du momentan, wenn du weniger gute Dinge machst, dass sie dann auch komplett sofort bestraft werden. So. Und trotzdem wissen wir, was wir besser machen können, ohne zu vergessen die vielen Dinge, die wir richtig, richtig gut machen. Und das ist das auch, was die Zuschauer auch, was sie uns haben auch spüren lassen nach dem Spiel. Das finde ich auch ein tolles Signal gewesen jetzt am Mittwoch, dass die Jungs, dass auch draußen auf den Rängen alle das Gefühl hatten, ey, da haben sich echt komplett alle verausgabt. Und das haben wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir eigentlich schon auch die Leute mit unserer Art von Fußball, dass wir sie auch begeistern wollen und mitnehmen wollen. Und das, ich glaube, dass es auch extrem wichtig sein wird am Samstag, dass es von Anfang an beidseitig passiert. Weil, wie gesagt, das wird schon ein anderes Spiel werden. Und wenn ich die 3 Heimspiele im Paket nehme, sind das schon Entwicklungsschritte, die uns gelungen sind. Und wir wissen trotz allem, dass es extrem wichtig ist, Leistung, Mentalität aufrechtzuerhalten. Und das ist unsere maximale Motivation auch, das richtige Ergebnis an der Tafel dann auch stehen zu haben. Und darauf freuen wir uns auch wieder, morgen die nächste Chance zu haben gegen Hertha BSC Berlin. Mit Pablo, ohne Pablo, werden wir sehen. Sandro, du hast gerade gesagt, dass du die Berliner ein bisschen defensiver erwartest. Aber die haben ja auch in der Offensive eigentlich einen ganz guten Lauf, zum Beispiel mit Matthew Leckie, der jetzt 4 Buden gemacht hat. Ja. Wie gefährlich schätzt du die Offensive der Hertha ein? Sehr gut. Geschwindigkeit auf der Bahn. Haben einen absoluten Torjäger mit Ibisevic vorne drin, der sehr, sehr gut ist in der Boxpräsenz nach Flanken, sehr, sehr gutes Flügelspiel im Konterspiel heraus, was die Hertha betrifft. Wenn sie die Kugel haben und man sie spielen lässt, haben sie auch eine sehr, sehr gute Struktur im Ballbesitz heraus. Also
Es liegt schon in allererster Linie auch an uns, was wir daraus machen in der Arbeit gegen den Ball. Aber wenn man ihn Raum lässt, gerade in der Konterbewegung, wenn man ihn Raum lässt im 16er, in der Box, Ibisevic, extrem gefährlich. Und ja, das sollten wir schleunigst vermeiden. Wenn du mit Alex Maxim spielst, läuft das dann auf ein 4-2-3-1 raus oder könnte der auch in der Dreierkette, Fünferkette spielen? Ja, also ich hab's ja wann, am Dienstag auch gesagt, wo, welche Position alle Alex Maxim begleiten kann. So. Also, dass er auf der 10 spielen kann, dass er auf der 8, 6 spielen kann, dass er eingerückter äußere Mittelfeldspieler sein kann. Und jetzt seid einfach mal dankbar, dass ich echt mal gesagt habe, Alex Maxim spielt, aber ihr wollt, ich streck den kleinen Finger, ihr wollt die ganze Hand, das ist uncool heute. Alex weiß übrigens auch schon, dass er spielt. Also. Pablo weiß es mal. Ach, der weiß es nicht. Aber René spielt auch. Ich will jetzt gar nicht fragen, ob er spielt oder nicht. Es geht nur um diese Dreierformation. Mhm. Ich habe gegen Hoffenheim fand ich Jean-Philippe gerade im Hinblick, wenn jetzt Diallo irgendwann nochmal fit werden würde. Also diese Achse Diallo, Bell, Juba Mörder sind ja alles wirklich Schränke. Und Jean-Philippe hat mich unheimlich beeindruckt durch seine Präsenz. Mit körperlicher Präsenz auch im Zweikampf ist er perspektivisch für dich im Moment mehr ein Innenverteidiger. Jetzt nicht nur, weil Nico und Alex verletzt sind, sondern weil er gerade in dieser Dreierformation da auch durch seine Körperlichkeit Vorteile hat. Also perspektivisch kann ich gar nicht so richtig beantworten, muss ich ehrlich sagen, weil Jean-Philippe ist echt, also das, was du auch sagst, der hat eine überragende Präsenz auch als Innenverteidiger gezeigt. Und wir wissen aber auch um die Stärke auf der Sechserposition so. Und glaube, dass es dann schon auch immer abhängig sein wird, was wir brauchen an Inhalten gegenüber dem Gegner, der dann auf uns wartet. Und es kann jetzt morgen sein, Innenverteidiger, Sechser, also. Jean-Philippe wird auch spielen übrigens. Also. Vielleicht eine Frage an Ruven Schröder. Es gab ja auch ein paar Neuzugänge. Maxim ist mit dabei. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt bis dato mit der Entwicklung der Neuzugänge? Sehr zufrieden. Also ich glaube einfach, dass die Wichtigste am Anfang ist ja immer die Integration. Das hat relativ schnell stattgefunden, waren ja auch zeitig da. Ich glaube, jeder Einzelne bringt uns auch weiter für den Verein, aber auch für die Mannschaft. Und von daher kommt man es auch wieder, der eine konnte schon ein bisschen mehr zeigen als der andere. Ich glaube, der Kenan Kodo ist dann auch wieder einer, wenn man den gestern auch wieder im Training gesehen hat, sieht man einfach das ungeheure Potenzial. Und von daher hat jeder seinen Beitrag da gegeben. Aber ich glaube, es ist immer so schwieriger. Wir haben ja generell nach 5 Spieltagen dann immer so eine, genau, da kann man schon ein paar Sachen sagen. Aber ich glaube, wir brauchen da schon ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze dann zu sehen. Aber so sind wir sehr zufrieden mit den Jungs, gerade wie gesagt, charakterlich gut eingebunden, auch qualitativ sind sie. Bringen uns absolut mehrere Möglichkeiten. Man sieht ja jetzt auch, wie viele Optionen man hat, mit wie vielen Spielern man sprechen kann. Für die Startaufstellung auch englische Wochen überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, man hat, glaube ich, am Mittwoch auch gesehen, was diese Mannschaft für ein Potenzial beherbergt. Im Endeffekt auch gegen eine starke Hoffenheimer Mannschaft einfach auch absolut ebenbürtig, teilweise sogar erste Halbzeit besser. Das muss uns bewusst sein, dass wir eine richtig, richtig gute Mannschaft haben. So, und unabhängig jetzt von dem Tabellenstand, sollten wir ruhig bleiben, auf uns vertrauen, diese Ruhe auch zu haben und die Dinge auch zu entwickeln. Und intern wissen wir einfach, dass wir einfach echt eine gute Truppe haben, dass wir ein gutes Team haben. Und wir werden unsere Folge einfahren, da bin ich mir sicher. Sandro, du hast die beiden Abräumer durchspielen lassen am Dienstag, am Mittwoch. Heißt das, dass du auf der Position irgendwie generell größere Rotationsabsichten hast oder sagst du irgendwie, das spielt keine Rolle, die haben alle noch genug Kraft? Herr Muwarich, jetzt wird es wild, jetzt wird es echt wild. Also, wenn wir sehen dann, also jetzt haben wir nochmal einen Eindruck im Abschlusstraining
und was diese Position betreffen. Und dann werden wir morgen die Entscheidung treffen, welche Grundordnung. Und wie gesagt, wir haben uns auf die eine oder andere schon festgelegt. Wenn wir jetzt morgen oder heute nochmal abschließend dann den Eindruck haben vom Abschlusstraining und dann morgen spätestens die Entscheidung treffen. Hast du mit dem Levin irgendwie nach dem Spiel nochmal gesondert geredet, weil man schon gesehen hat, als es in die Kabine ging, ist da das 2-2 gefallen, da sind schon ein, zwei Spieler zu ihm gekommen und haben ihm auf die Schulter geklopft, weil er schon offensichtlich war, dass das jetzt gerade uncool auch für ihn gelaufen ist. Musste man das nach dem Spiel nochmal mit ihm thematisieren irgendwie? Also wir haben es in der Kabine in der Tat angesprochen, dass es Chancenverwertung und dass du nicht alle Chancen reinmachst, dass das generell im Fußball immer wieder vorkommt. Und von daher gibt es da jetzt nichts, was man großen Thema sein sollte, jetzt auch bei Levin. Also er hat jetzt auch sehr, sehr viel investiert und hat einen Sprint gemacht, dann über 60, 70 Meter dann heraus. René Adler hat den Assist gehabt dann auch. Aber ansonsten haben wir das auch besprochen, dass Chancen, dass es das Positive ist, dass du die Chancen hast, dass du da reinsprintest und die Dinge dann zum Vollzug melden kannst. So, kommt vor, dass du die Dinge dann nicht reinmachst und von daher kein großes Thema eigentlich. Trotz aller Sportlichkeit und dem sportlichen Fokus, Sonntag steht die Bundestagswahl an. Ist es bei euch Thema in der Mannschaft? Und wird da mal drüber geredet? Wir sehen die ganzen Plakate in der Stadt. Ja. Also, da haben wir uns echt drüber unterhalten. Aber wer jetzt was wählt, mit dieser Offenheit sind wir nicht in die Kabine gestartet. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob der ein oder andere sich jetzt beim Frühstückstisch darüber jetzt unterhalten hat, wer was wählt und... Also wir haben es jetzt nicht explizit darüber gesprochen. Briefwahl. Gilt für dich Briefwahl? Ja. Ja. Also wir werden jedenfalls auf den Anteil der Nichtwähler bei uns keinen Einfluss haben. Ich sage nur, Gladbach hat extra ein Video produziert, groß aufgefahren, mit Hacking in der Kabine, mit Ansprache, was ja auch eine Möglichkeit ist, was ich auch nicht für falsch erachte, sondern dass man da auch nochmal ein bisschen darauf hinweist. Deshalb Interesse halber, auch von unseren Wellen, wie denn Mainz 05 mit dem Thema Bundestagswahl umgeht und wie ist das Thema in der Kabine. Deswegen die Frage. Kannst du ja mal bei uns auf Facebook gucken, da spart zwar die Mannschaft aus, aber... Den Tweet habe ich schon bekommen. Ja. Gibt es noch irgendwas zum Spiel ansonsten? Seid ihr durch? Dankeschön, dass ihr da wart. Wir sehen uns morgen.